Einen wunderschönen guten Abend, ihr lieben Leute und Freunde der Wahrheit. Schön, dass ihr dabei seid bei Kommentare zur Politik, eurem objektiven Nachrichtenkanal, den ihr gerne abonnieren könnt und das Video liken könnt. Heute geht es um ein Thema, das viele meiner treuen Abonnenten schon kennen. Und wenn ihr aber noch nicht so lange dabei seid, ist es für euch auch besonders spannend, denn es geht um Impfungen. Und ich bin ein Mensch, der Naturwissenschaftler ist, Wissenschaftler und gleichzeitig sehr viel Kontakt mit Ärzten hatte, mich sehr viel ausgetauscht. Ich habe jahrelang mit Ärzten in einer WG gewohnt, habe ich das sehr ausgetauscht und natürlich die ganzen Pro- und Kontra-Argumente gehört. Und ich war lange Zeit jemand, der sagt, okay, Impfungen prinzipiell sind die in Ordnung mit leichten Einschränkungen. Und mein letztes Video, was ihr kennt, etwa 2 Jahre alt, gibt eine Note der Verschwörungstheorie. Ihr wisst ja, ich versuche Verschwörungstheorien zu bewerten. Das Problem ist, es gibt so viele Verschwörungstheorien und ich sage das jetzt übrigens nicht negativ. Also viele sind einfach gut und richtig. Aber ich nenne sie jetzt einfach Verschwörungstheorien, dann wissen wir, worüber wir reden. Wir können auch einfach sagen, Wahrheiten, die nicht so bekannt sind, aber auch nicht ganz sicher. Nennen wir es Verschwörungstheorien, auch wenn das Wort eigentlich verurteilend ist, aber so ist es von mir nicht gemeint. Das, was die Medien uns servieren, sind oft Kampagnen. Wir haben dieses Jahr, 2020 ist das Jahr der Medienkampagnen schlechthin. Wir haben hier zwei massive, eine extremst massiv und wir haben noch ein paar, die auslaufen, die jetzt immer noch mit weiterlaufen. Bestes Beispiel für Kampagnen ist natürlich die Brutkastenlüge, weil die einfach auch öffentlich wissenschaftlich anerkannt ist mittlerweile. Die modernen Kampagnen sind es nicht, sonst würden sie nicht funktionieren. Könnt ihr gerne mal googeln, Brutkastenlüge, dann wisst ihr ungefähr, wie eine Kampagne funktioniert. Es wird ein Ereignis genommen, entweder es wird konstruiert oder es wird ein Ereignis, was passiert ist. Ich meine, jeden Tag sterben Leute, werden brutal ermordet. In Stuttgart wurde das Wochenende eine 41-Jährige von einem Einwanderer erdolcht, getötet. Gab es keine weltweite Kampagne gegen Einwanderer oder so. Wäre auch nicht nach meinem Sinn, aber dann wird jemand anders in den USA getötet und es gibt eine weltweite Kampagne. Okay, also und dafür dient mein Verschwörungscheck und das biete ich meinen Hörern kostenlos an, da ich mich mit Wissenschaft sehr viel beschäftige. Natürlich gibt es für mich immer noch viel zu lernen, aber ich will einfach das, was ich schon weiß, gerne mitteilen, weil es vielen einfach helfen kann und auch viele junge Zuhörer sind hier dabei. Da muss man sich selber nicht so zurechtfinden, weil das, was die Medien bringen, ist natürlich, ich sage immer, was die Mainstream-Medien bringen, ist 90% richtig. Der Großteil ist richtig, aber der Fokus ist falsch. Dann kommt eine Greta und dann ist sie 2 Monate lang auf Seite 1 und ganz oben in den Newspapers und dann die ersten 10 Einträge nur über Greta, was theoretisch keinen interessieren sollte. Und das ist falsch. Also die Messages sind meistens richtig, aber die Fokussierung und das ist, was bei den Menschen bleibt. Jeder Mensch kennt Greta, aber wenig Leute kennen dann irgendwie die Leute, die wissenschaftlich, einfach mal sagen wir einen 60-jährigen Wissenschaftler, der sagt, Klima ist übertrieben, kennt niemand. Dabei wäre der viel wichtiger. Okay, und das möchte ich bieten und wenn euch das gefällt, abonniert gerne den Kanal. Verschwörungscheck nenne ich das. Und ich nehme dann immer die extremste eine relativ anerkannte im alternativen Spektrum Verschwörungstheorie, aber dann so also ein bisschen so die extremere Form. Und die bewerte ich dann und gebe eine Prozentzahl. Wenn sie komplett richtig ist, würde ich ihr 100% geben. Wenn sie komplett falsch ist, würde ich ihr 0% geben. Wenn ein Teil davon richtig ist oder man es einfach nicht genau wissen kann, dann vielleicht zum Beispiel 50%. Und ich habe damals der Impfgeschichte 40% gegeben, aber ich muss nachkorrigieren. Ich werde das jetzt hochheben. Also 40% heißt, ja, ein Teil davon ist richtig. Es gibt Impfungen, die schädlich sind. Aber es gibt eben auch Impfungen, die funktionieren. Und die absolute Verschwörungstheorie sagt, es gibt nicht mal Ansteckung. Und so weit gehe ich nicht. Und das ist auch meiner Meinung nach absolut so weit. Es gibt Ansteckung. Selbst in der Bibel sehen wir das schon, wo dann Leute, die aussätzig waren, den Abstand halten sollten und wo ganz viel auf Hygiene geachtet wurde. Also Ansteckung gibt es definitiv. Wo natürlich da wieder teilweise die extremen Impfgegner recht haben, ist, dass Ansteckung nicht das Wichtigste ist. Wichtiger ist die Psyche. Und dass die Psyche auch für Ansteckung sorgt, indem bestimmte Merkmale, wenn ihr jetzt einen Kranken seht und dann selber denkt, wenn dann so ein Stolz kommt, denkt, oh, ich habe so ein tolles Immunsystem, werdet ihr auch krank. Oder wenn ihr super Angst habt, oh, der ist krank, oh, Angst, 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 dann werdet ihr auch krank. Also das ist auch psychisch, Ansteckung ist nicht alles, sondern auch Psyche, aber Ansteckung gibt es doch auch. Deswegen habe ich damals 40% gegeben und gedacht, die meisten Impfungen sind ja ganz okay. Aber ich korrigiere das jetzt hier mit diesem Video auf 60% gebe ich diese Verschwörungstheorie, weil noch einige Fakten hinzugekommen sind. Erstens, also erstmal diese ganze Krise, die wir jetzt miterleben und dann wird tatsächlich überall gemunkelt, wir wollen jetzt einen Impfstoff, eigentlich brauchen wir 6 Jahre, aber wir machen es jetzt in 6 Monaten.
Und die 6 Jahre, die sie brauchen, um einen Impfstoff jetzt zum Beispiel gegen Corona herzustellen, die sind nicht ohne Grund da. Der Impfstoff selber ist vielleicht in einem halben Jahr hergestellt, aber dann soll 6 Jahre gewartet werden, ob irgendwelche erhöhten Krebsraten kommen. Das gab es nämlich in der Vergangenheit. Das wissen wir aber nicht, weil das bei den Mainstream-Medien nicht betont wird. Das gab es bei der Schweinegrippe. Da gab es eine massiv erhöhte Anzahl. In Schweden sehr gut, also in den meisten Ländern wird es ja dann gar nicht so nachvollzogen, aber in Schweden wurde es sehr gut nachvollzogen. 500 Kinder Narkolepsie, also ihr Leben lang geschädigt. Schlafkrankheit, da kann man nicht länger als eine halbe Stunde am Stück schlafen. Dadurch ist man den ganzen Tag müde und ach, was ist das für ein Leben? Also das ist echt traurig. Wegen einer Impfung, dann hätten sie doch lieber einen Schnupfen gehabt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Fakten wissen und deswegen könnt ihr gerne abonnieren den Kanal. Also ich gebe ihr 60%, ganz besonders eben wegen 3 Fakten. Einmal jetzt diese Corona-Kampagne. Ich sage nicht, dass Corona nicht schlimm ist. Ja, wir müssen uns an die Regeln halten, die sie sagen. Und Corona ist meiner Meinung nach etwa wie eine Grippe. Und ich habe da mit einem Top-Virologen in meinem Bekanntenkreis selber geredet. Also ich bleibe bei der Meinung. Etwa wie eine schlimme Grippe. Und eine Grippe ist natürlich eine Krankheit. Die Grippe bringt jedes Jahr zehntausende Menschen allein in Deutschland im Durchschnitt. Manches Jahr nur 5.000, manches Jahr 20.000. 10.000 Menschen im Durchschnitt wahrscheinlich um. Grippe ist eine der tödlichsten Krankheiten und Corona ist etwa so wie eine Grippe. Aber wir machen nicht jedes Jahr wegen einer Grippe einen Shutdown. Das ist das Problem. Also, Corona erhöht diese 40%, sagen wir mal, auf 48%. Dann der nächste Punkt ist, ich habe bei der Schweinegrippe recherchiert und da ist tatsächlich Impfschäden. Da gibt es tatsächlich dokumentierte viele Impfschäden und sogar Gehirnschäden an Leuten, die jetzt vielleicht nicht chronische Narkolepsie haben, die haben dann Gehirnschäden. Also das ist massiv und das wurde nicht gebracht. Also die Leute wurden gedrängt, das zu nehmen und viele davon wurden krank. Dann gibt es einen Zusammenhang, der ist jetzt auch wissenschaftlich belegt, da kann ich mal ein Video machen demnächst, zwischen Grippeimpfung und Corona. Der ist eindeutig statistisch zu sehen, kann ich gerne nachliefern. Wollte ich noch ein extra Video drüber machen, habe ich mit dem Autor dieses Graphs geredet. Es kann auch sein, dass es einfach daran liegt, dass Leute, die Grippe geimpft sind, das dann eher auf Corona getestet, also dass dann Corona mehr anschlägt, der Test. Aber da ist ein Zusammenhang da. Also sagen wir nochmal 2%, sind wir bei 50%. Und dann eben nochmal 5% wegen der Schweinegrippe, 55%. Und dann die Sache mit Kenia. Der Milliardär Bill Gates hat da eine Massenimpfung an 500.000 Frauen, wahrscheinlich auch Männer, durchgeführt. Und dann sagt Tagesschau Faktenfinder, ja, denen wurde noch angeboten, als Angebot gleichzeitig so ein Hormon zu spritzen, was eine Zeit lang unfruchtbar macht. So sagt Faktenfinder. Dann wundert man sich, okay, komisch, mir wurde noch nie bei einer Impfung angeboten oder meiner Frau, dass die jetzt sagen, ja übrigens, wenn sie wollen, machen wir sie gleich auch noch unfruchtbar bei der Impfung. Klingt schon mal komisch, aber hat Tagesschau so gesagt. Okay, habe ich selber recherchiert, YouTube, NTV Kenia, beileibe keine Verschwörungsmedium, sagt, wir haben festgestellt, also NTV Bericht, wir haben festgestellt, in dieser Impfung an 500.000 Frauen war ein Hormon drin, das unfruchtbar macht. Was ist da dran? Warum sagt die Gesundheitsbehörde nicht? Ganz anderes Framing, also hier plötzlich unbewusst. Und die Wahrheit könnte dazwischen liegen. Vielleicht war die Wahrheit so, irgendein oberster Leiter, dem wurde gesagt, ja, wir mischen da noch so ein Hormon dazu, was unfruchtbar macht, weil das ist ja gut, weil die meisten wollen ja eh nur ein bisschen hier Spaß haben und nicht Kinder bekommen. Und da hat er gesagt, ja, ist gut. Und das wussten die Frauen dann nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwo da in der Richtung die Wahrheit liegt. Und das ist natürlich auch ein Skandal. Und alles zusammen landen wir bei 60%. Also Impfungen werden für mich immer kritischer gesehen. Das ist meine Meinung. Freie Meinungsäußerung gilt. Und ja, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz. Genau, das war es eigentlich schon. Das musste geupdatet werden, weil viele von euch immer noch die 40% im Kopf haben. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben lassen. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg in allem, was ihr tut. Ganz viel Gesundheit, körperlich und geistig natürlich. Das war ja auch das Thema heute mehr oder weniger. Ganz viel Freunde, ganz viel Freude, ganz viel Liebe, ganz viel Frieden. Ganz viel Familie wünsche ich euch. Ganz viel Kontakt zur Familie. Lasst euch aus Serotonin fließen. Umarmt Freunde, Bekannte, Verwandte, küsst eure Liebste, eure Kinder, küsst euer Kind, umarmt euch, lächelt euch an. Das ist alles ganz, ganz wichtig, ganz, ganz gesund. Stärkt die Beziehung, bindet und macht euren Körper gesünder. Alles ganz wichtige Dinge, die jetzt total zu kurz kommen in dieser Krise. Und natürlich Fehler verzeihen. Ganz viele Familien reißen sich auseinander wegen dieser Krise und wir müssen zusammenhalten. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Das alles wünsche ich euch und Daumen nach oben da lasst nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ah, übrigens, für die, die noch nicht abgeschaltet haben, wir sind auf dem Rekordtief. Mein Kanal war zeitweise letztes Jahr bei 100.000 Klicks an einem Tag. Mittlerweile ist das Rekordtief erreicht heute oder gestern 80 Klicks. Also die Drosselung ist massiv auf diesem Kanal. Deswegen durch viele Likes und so weiter könnt ihr das ein bisschen entgegen tun, wenn ihr wollt. Wiederhören!